3 helle Flammen der Tapferkeit. Um die Dunkelheit zu besiegen. So, willkommen zurück zu Dings. Wir sind noch mitten im Kampf hier. Zu Krieg im Norden, Herr der Ringe. Weil und ich hier wir sind wieder Kampf, dabei, ordentlich aufs Maul zu gehen. Weil wir leider nicht pausieren konnten. Wir versuchen es diesmal ein bisschen kürzer, aber ich glaube, so schlecht war jetzt 34 Minuten Folge auch nicht. Oder 35 oder so. Das wird nur mein Bruder freuen, der sich wieder freut, dass ich hier uploade. Stundenlang. So. Diese dummen Ochsen gehen noch nicht auf. Haut ab! Der schießt irgendwo einen Bogenschütz auf. Da hinten ist sehen. Da hinten sind noch mehr. Ach nee, das, da hinten kommt noch ein Ork. Ach scheiße, ich muss hier weg. Boah, da kommen sie ich überall. Hier weg. Ich aber weg. Hinter mir ist ja schon wieder ein Goblin. Ich box dich alle. So, aber ich hab noch ein bisschen Heiltränke zum Glück. Ah, genau das, was ich brauche. Was hat denn die Elbe gefunden? Cheetah, was hast du gefunden? Gar nicht. Nee, bei mir stand genau das, was ich brauche. Ich nehme schon mal das Heilmittel, ne? Nee, ich dachte gerade genau, was ich brauchte, dachte ich gerade. Wir können uns in den Spiel sowieso keinen Wunsch sparen. Jeder hat getränken. Also, klar. Wer stirbt? Aber noch nicht die Fesseln lösen von dem Adler. Ich finde hier Spuren, Leute. Hier sind Spuren. Hier ist eine Kiste. Wir können ja auch den Adler noch ein bisschen da drin lassen. Apropos, ich finde ja die Theorie ziemlich witzig, da warum, warum Herr der Ringe denn so lang ist. Theoretisch hätte doch Gandalf direkt mit dem Ring genau, über Mordor fliegen können und das einfach ins Schicksalsberg werfen können. Abgesehen mal von den er ganzen... Er kann ihn aber nicht, gesehen davon, dass er ihn nicht anfassen kann. Ja, stimmt. Nein, das der Frodo hätte den halten aber können. Frodo hätte ihn halten können und er hätte ihn rüberwerfen können. Abgesehen aber die Theorie fand ich ganz witzig. Ja, die Theorie funktioniert aber nicht. Ja. Das ist, die Theorie kann man ganz einfach dadurch beschichten, dass die Fellbestien haben. Das sind die Dinge, auf denen die Naskus reiten. Ja. Davon hatten die mehr als einen. Das hätten, die wären gar nicht durchgekommen. Hier ist ein ja, Stab. Wahrscheinlich schon. Hast recht. Stimmt, sie mussten ja auch eigentlich die gesamte die Fellbestien auch ablenken. Ja, in der Schlacht am Schwarzen Tor, um überhaupt eine Chance zu haben, das sind viel zu viele für mich. Ich zieh mich zurück, Moment. Ich bin auch. Sorge. Wir schaffen das. Elbestien hätten den Kampf gewonnen mit Saurons Unterstützung, abgesehen von der Tatsache, dass da noch ein paar Bogenschützen auf dem Boden hocken. Ja, wahrscheinlich. So, hier ist ein Stab. Ach, jetzt habe ich schon wieder wahrscheinlich eine Waffe von euch genommen. Ein Lünen-Großschwert brauche ich nicht, das braucht einer von euch. Wie kann man Sachen übergeben? Weiß das jemand? Ah, Moment, warum habe ich hier 10.000 Stäbe? Grimse, weißt du, wie man Sachen übergibt? Ja, warte. 19 bis 29. Ich glaube, Lünen, Großschwert. Du gehst aufs Inventar, gehst auf das Item und dann. Hier, Gegenstand tauschen kannst du, glaube ich. Oder Gegenstand tauschen, ja, okay. Nee, geben musst du machen. Geben. Ah, geben. Nehmen wir okay. Die Y. Dann, was habe ich denn? Waffe für die rechte Hand, Waffe für die linke Hand? Distanzwaffe. Ist gut, dass ich hier mal gucke, dass ich auch Sachen ausrüsten kann, ne? Reichte Armbrust ist. Leichte Einbruch des Steinschleifers, den werde ich mal aktivieren. Was haben wir noch? Eine Waffe für die rechte Hand, das ist das rostige Großschwert des Jägers, das brauche ich nicht. Das Lügengroßschwert brauche ich auch nicht, das gebe ich euch gleich mal beides. Für die linke Hand, ich kann bei zwei Waffen kämpfen, cool, mit rechts und links. Cool, ich bin unsichtbar. Verschlissene Gleder Norburg, was ist denn? Dann nehmen wir das mal. Ich mach nur. Und, mach mal den Adler los. Mach nicht alle Ketten kaputt. Ich lass mach das ein. Mal, genau. Ich habe gerade ein bisschen anders ausgerüstet. Ach, ich wollte dir die Sachen gleich noch geben. Ja, gut, gleich. Hast gesagt, mach auf. Ja, ist in Ordnung. Jetzt ist er weg. Das werde ich nehmen. Der Adler will fliegen. Also, wer sehen möchte, wie der Adler fliegt, guckt bitte bei den Jungs her, weil ich gucke hier gerade, was ich denen noch weglooten kann. Mhm. Oh, da kommen auch so. Dreckige kleine Orks, von der zwei dreckigen kleinen Orks. Ich habe nichts mehr. So, weg mit dem. So. Ochse! Mann, was für eine Raschung Orks. Oder eher Goblins wird man die nennen, oder? Ja, oh, Moria Orks sagt man eher dazu. Das sind eben die klassischen Orks, nicht die Mordor Orks. Ja, also, wenn man es wenn schon so will, dann muss man also Nebelgebirge sagen. Die Mordor Orks, das sind Uruks. Möchte ich jetzt nochmal festhalten, ja? Ja, das stimmt. Das ist eine andere Ork-Unterart. Das sind die stärkeren. Und Mordor-Uruks sind was anderes als Isengard-Uruks. Genau. Weil die Uruks waren ja Freunde. Ohne euer zeitiges Erscheinen wäre mein Tod langsam gewesen. Aber unvermeidlich. Können wir jetzt eigentlich alle antworten, oder? Ich haben wir voreilig gehandelt. Wie können wir sicher sein, dass du nicht mit unseren Feinden unter einer Decke steckst?
Du hast selbst gesehen, dass ich kein Freund der Goblins bin. Und mein Volk hat sich von Zeit zu Zeit mit Menschen, Elben und Zwergen verbündet. Selbst wenn ihr mir nicht das Leben gerettet hättet, hätten wir Grund genug, Freunde zu werden. Ich heiße Beleram. Meine Heimat liegt im Nebelgebirge. Und ich diene Gwaii hier, dem Herrn der Adler. Wem verdanke ich meine Rettung? Ich bin Eradan, ein Dunedain aus dem Norden. Und meine Begleiter sind Andriel und Farin. Dann stehe ich in deiner Schuld, Eradan von den Dunedain. Und in der deiner Freunde. Könntet ihr jetzt auch antworten? Ich glaube... Nee, du kannst nur antworten. Ach, okay. Warum bist du hier? Wie wurdest du gefangen genommen und hast du hier Elben gesehen? Geht, glaube ich, um die Söhne Elrons. Genau. Kannst dir eine aussuchen. Nimm mal das. Ja. Wir wollen ja schon wissen, wo unser Nachschub sein könnte. Oder ja, kannst ja auch erstmal anfangen. Ich glaube, die ersten Informationen sind eher Informationen, was ich aber auch ganz interessant finde. Ich denke, man kann ja alles mitnehmen. Und das Letzte ist dann, um weiterzugehen, wahrscheinlich mit der Quest. Ja, das hat dich nach Fornost geführt. Ich schweife oft weit über die Länder im Norden und sammle Neuigkeiten für meinen Herrn Gwaii hier. Als ich hier Aktivitäten sah, wurde ich neugierig und bin tiefer geflogen, um sie auszukundschaften. Was hast du gesehen? Goblins und andere fiese Wesen arbeiten in den Ruinen. Sie scheinen sich für den Krieg zu rüsten. Sie bauen Belagerungsmaschinen und tragen ein Waffenarsenal zusammen. Hast du irgendeinen Hinweis entdeckt, wer dieses Gesindel anführt? Ich habe einen großen Mann gesehen, in schwerer Rüstung. Die Goblins gehorchten seinen Befehlen. Wer er ist, kann ich nicht sagen, aber er verbreitete eine Aura der Furcht, wie einer, der vom Schatten verdorben ist. Agandar, er muss es sein. Kennst du diesen Mann? Er dient dem dunklen Herrscher. Wir müssen ihn finden und ihn vernichten, wenn wir können. Ich werde dir helfen, aber es ist gefährlich. Der Feind hat Kriegsmaschinerie auf der inneren Mauer aufgestellt. Sie hindert mich, frei fliegen zu können. Wenn wir es auf die Mauerkuppe schaffen, können wir vielleicht die Maschinen zerstören. Hinter diesen Türen findest du einen Gang und eine Treppe, die zur Mauer führt. Die Maschinen sind sicher gut bewacht. Wir haben kaum eine Chance, die Orks zu überrumpeln, wenn es nur einen Weg dorthin gibt. Ich schwinge mich in die Lüfte und lenke das Feuer auf mich. Wenn wir Glück haben, kommst du unbeobachtet oben auf die Mauer. Also gut, gehen wir. So, dann geht's los, die Belagungsgeräte zu stören. Wo müssen wir hin? Hier lang. Ich würde sagen, das Tor, was sich gerade geöffnet hat. Genau. Das wäre eine nette Sache. Loot. Loot ist viel wichtiger als das Sammeln. Ich hab mich schon gewundert, so dafür, dass ihr am Anfang meintet, wir sind in einem Rollenspiel, wir müssen alles looten. Das hier kann doch bestimmt einer von euch untersuchen, ne? Ja, ich. Achso, hier kann man kaufen und verkaufen, das ist Handelsplatz. Braucht jemand ein paar Heiltränke? Oh, sehr gut. Braucht jemand was? Ein paar Heiltränke, sage ich. Da könnte man irgendwas was kaufen. Oder was kann man hier kaufen? Also ich werde jetzt erstmal den ganzen Schrott hier verkaufen. Silberne Pfeife und so brauche ich ja nicht. Silbernes Zepter auch nicht. Silberne Teller. Nee, aber alles andere, was vielleicht noch andere brauchen können, können wir ja nachher übergeben. Wo kann man denn hier kaufen? Ui. Ja. Kaufen. Kopfbedeckung des Jägers. Erhöht die Rüstung. Schon Faustschild praktisch. Des Jägers. Das ist... Kann ich das auch nehmen? Ich kaufe erstmal gar nichts, ich warte noch. Ach nee, das kann man kaufen. Ah, okay, Kampf. Hat man keine Tränke zum Kaufen? Ich würde gerne ein paar Tränke. Du musst B drücken. Oder RB, wenn du auf Controller bist. Ah, hier. Ich dachte gerade einfach, okay, ich kaufe mir ein paar Heiltränke, ne? Nach Dreh zurückkehren oder einfach Escape? Nee, Escape weitermachen. Escape. Hier köpfen jetzt weiter, okay. Denke ich. Moment, ich bin kurz im. Weil ich habe etwas. Mensch. Ich habe einen Gegenstand, der ist. Einsetzen, Doppelklick. Sehr gut. Ich geh auch mal ins Inventar. Also, was habe ich denn hier für euch eventuell? Das ist meins. Das sind die Waffen hier, die brauche ich nämlich nicht. Ein rostiges Großschwert des Jägers und ein Lühn-Großschwert. Das kann ich wahrscheinlich... Ich habe eine Betäubung. Ich gebe dir noch einen Stab, Cheetah. Ich würde sagen, dann behalte ich mal die Axt. Obwohl, kann ich das auch? Ich kann sogar das... Nee, kann ich gar nicht. Ich gebe dir mal mein Schwert, womit ich am Anfang gestartet bin. Das sollte nicht gut sein, aber ich möchte gerne mit zwei Schwertern oder ein Schwert plus Schild rumlaufen. Wie tatsächlich, der Zwerg kann tatsächlich ein
ein Schwert nehmen. Das sieht aber etwas, und sogar ein Elbenschwert. Sag mal, das sieht ja echt scheiße aus. Entschuldigung, das ist zwar stärker, aber ein Zwerg läuft nicht mit dem Elbenschwert rum. So realistisch müssen wir nun mal sein. Ich würde damit rumlaufen. Habe ich denn jetzt schon was von dir bekommen? Also, ich würde hier, wer möchte das Lünen-Großschwert haben? Ich, sie kann es, glaube ich, eh nicht benutzen, oder? Ja, dann bitte sehr. Also, ich kann, nee, ich kann nur einen Stab, aber ich glaube, ich habe... Oh, das ist gut. Ich habe schon einen Lunenstab, den habe ich verbessert. Ich würde den zweiten dann verkaufen. Dann kann ich mir diese Kopf- oder zumindest noch einen Trank, um meine Macht wiederherzustellen, kaufen. Ich glaube, ich bleib bei der Axt. Hat jemand anders das Geld eher nötig? Nein. Wenn man verkauft, würde ich sagen, immer zum eigenen Wohl. Aber wir haben doch jeder einzelnes Geld, oder haben wir das Geld nur insgesamt? Einzelnes Geld. Ja, sage ich ja. So. Ich habe ein Schild des Jägers. Boah, das Elbenschwert ist geil. Braucht jemand Schild des Jägers? Nein. Wie wir uns jedes Mal prügeln. Warte, ich will damit boxen. Nein. Box dich. Guck mal, das macht ja sogar ein Dingsgeräusch. Nee, wenn die Elbe mitkämpft, machen wir weiter. Genau. Ja, ich muss das Schwert doch mal prügeln. Ich fühle mich diskriminiert. Wir schlagen keine Frauen. Ich mach dir das nur, weil ich eine Frau bin. Okay, wir können jetzt weitermachen. Wir könnten theoretisch gesehen die Charakter tauschen, machen wir, glaube ich, nicht. Nee, wir lassen die ich bin glücklich in meiner Rolle als Frau. In einer Minute ist schon die nächste Viertelstunde vorbei. Wir haben fehlerrecht, diese Folge. Dann gucken wir jetzt mal, dann würde ich sagen, jetzt... Ja, ihr habt euch mal wieder geprügelt. Jetzt beenden wir das Ganze hier auf dem Wehrgang und sagen dann bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.